Hallihallöchen, Jungs und Mädels, hier ist wieder euer José am Start. Mit Guild Wars 2 im Gepäck geht's in die nächste Runde und wow, ich habe in den Foren gelesen, dass es jetzt im April richtig viele Feature-Updates geben soll. Erstmal einloggen hier, Wege der Verwüstung war unser letzter Stand. Wir haben, glaube ich, beim letzten Mal die Charakterstory gemacht, soweit ich mich erinnere. Und danach habe ich das Game 2 Wochen liegen lassen. Von daher bin ich jetzt etwas aus dem Tritt gekommen. So, schauen wir gerade mal. Wir haben Stufe 72, die Geschichte ist auf Stufe 73. Und es gibt wieder tägliche Aufgaben, so wie jeden Tag. Ja, gut. Mal ein Blick auf die Karte, wo müssen wir eigentlich hin? Wir müssen ins nächste Gebiet. Durch den Spiegel heißt der ganze Spaß. Und mal schauen. Vielleicht könnten wir hier jetzt dafür ein paar Events machen. Vielleicht sind wir dann auch, ja, dann Stufe 73. Mal sehen. So, mal das Inventar checken. Genau, die haben ja schon mal hier ein paar Waffen reingelegt, die wir dann ausrüsten können. Ja, auf jeden Fall gab es einige tolle Updates, die jetzt vorgestellt wurden auf der Seite von Guild Wars 2. Wer es noch nicht gelesen hat, kann das jederzeit gerne tun. Nennt sich Feature Update oder April Feature Update, was mit dem 15. April losgeht, soweit ich mich jetzt erinnere. Und da geht es dann los mit dem Mega-Server-System allen voran, was quasi das Zusammenspiel mit Gilden und den Weltevents ja, Verbesserungen mit sich bringen soll, weil alles jetzt nur auf einem Server quasi abspielt, auf verteilten Servern, aber zur gleichen Zeit. Und da gibt es auch diese kleinen Änderungen, die ich ganz toll finde, wie zum Beispiel keine Reparaturkosten mehr für Rüstungen, so wie wir es hier zum Beispiel haben, die Reparatur von beschädigten Rüstungsteilen wird es wohl dann nicht mehr geben. Was es da aber dann stattdessen geben soll, das ist noch nicht ausgesprochen worden, oder ob es noch was geben soll. Von daher erstmal, dass diese Kosten wegfallen, finde ich sehr gut. Als nächstes, glaube ich, war, dass die legendären Waffen accountweit dann einsetzbar sind, also nicht mehr seelengebunden sind, wie es bis jetzt der Fall ist, sondern dass wirklich jeder Charakter sich die Waffe dann eben schnappen kann, wenn man sie eben einsetzen möchte. Was ich auch sehr gut finde, weil diese Waffen sind wirklich extrem teuer. Und hier ist ein Event. Okay. Und naja, das würde auf jeden Fall für diese Klasse von Waffen Sinn machen, weil die wirklich extrem teuer sind. Dann gab es noch die Idee, dass man die Farben accountgebunden setzt. Also genauso wie mit den legendären Waffen, dass man eben ein Set Farben hat, die man freischaltet, und die sind dann automatisch für alle Charaktere freigeschaltet. Und da gibt es noch so viele weitere Punkte, wie zum Beispiel die Rüstungsgalerie, das heißt, Rüstungsteile muss man jetzt nicht mehr kaufen, sondern sie werden, wenn man sie automatisch findet und einmal ausrüstet, freigeschaltet. Also da können wir uns auf sehr, sehr viele Erneuerungen freuen. Und was natürlich jetzt auch noch, oh hoppla, ich bin tot, also zumindest fast. Was auch noch super klasse ist, ist, dass es jetzt nochmal, ich glaube, 40 neue Eigenschaften geben wird. Also es wird nochmal in den Builds, die es bislang gibt, ja, neuen Spielraum geben. Und stirb doch mal, du Pirat. Mensch, nein, ich bin tot. Was war denn das? Ach Mist, der ist nicht mal gestorben, der Kerl. Okay. Das muss ich alles nochmal, ah Mist, da war einer gewesen. Na gut, dann laufen wir jetzt eben unten rum und holen uns die erstmal. Naja, auf jeden Fall, auch da ist es so natürlich, dass es da in-game jetzt ganz große Veränderungen geben wird, weshalb ich jetzt natürlich mich erst recht nicht auf eine Rüstung oder auf einen Spielstil festlegen werde, weil es jetzt gar keinen Sinn macht. Jetzt gebe ich dick die Kohle aus und dann wird alles umgestellt. Nee, da warten wir lieber mal ab, bis das neue System am Start ist, und dann wird es ganz sicher auch von mir Feedback dazu geben. So, mal gucken, wie kommen wir jetzt eigentlich raus? Können wir hier raus? Kann man hier hoch? Ah, super. So kann man hier den Laden auch verlassen. So, das Dumme ist nur, mein Mikrofonstativ ist irgendwie genau da, wo die Karte ist.
Deswegen muss ich immer mit M auf die Karte schauen. Für alle, die sich mal gefragt haben, warum ich so auf die Karte aufrufe. So, wir haben Meisterspitzhacken, okay. Ich glaube, das kann man dann nicht mehr. Es ist ja zwischen Mithrilerz, was jetzt wächst. Ist auch ein bisschen schade, dass jetzt hier in diesem Gebiet schon, was weit vom Ende quasi weg ist, nur noch Mithrilerz wächst und keine anderen Erze. Genauso für die, wie die anderen Sachen hier. Spargel und so weiter. Eisen. Ich glaube, das kann man damit nicht sammeln. Geht die Meisterentersichel hier noch? Nein, sie geht nicht. Ach Mensch, das ist ein bisschen ärgerlich, finde ich. Dass hier eben nicht verschiedene Sachen wachsen. So, hier ist die Wegmarke. Was ist das? Donnerkopfmühle. Okay. Und da vorne ist ein Event. Jo, machen wir. Ich habe Leben erschaffen. Ah, hier. So verteidigt Agentin Schnitzer, während sie versucht, Is-Al-Din Zayeri zu erobern oder sowas. Sarayi. Is-Al-Din Zayeri. Okay. Okay, die laufen schon weiter. Wir laufen mal hinterher. Wieder auf den Füßen. Ah ja, hier sind jede Menge Gegner. Oh je. Ja, labernett. Genau. Stirbst du halt nochmal. So, da sind noch ein paar Gegner. Okay, das hätten wir soweit. Jetzt läuft der Zähler hoch. Aber ich glaube, das war noch nicht alles gewesen. Da kommen noch ein paar. Glaube ich zumindest. Was haben wir hier unten? Zypressenschößlinge. Okay, haben wir dafür die passende Axt? Nee. Ist alles zu minderwertig. Ah, da kommen noch welche. Ah, das war ja klar. Die Quaggern. Die alten Halunken. Und eine Spinne auch noch. Sowas. Ja, die wird auch nicht lange halten. Ich bin ja wirklich gespannt, was aus diesem Mega-Server-System wird. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass das jetzt wirklich klappt. Dass sie das umstellen und ja, irgendwie alle Spieler zu sehen sind. Das wäre schon heftig. Da bin ich wirklich mal gespannt. Und diese haben ja auch gesagt, dass sie das nicht jetzt noch im April umstellen, sondern das wird wohl schubweise gemacht. Es wird begonnen mit den Anfängergebieten, also diesen Stufe 15 Gebieten. Und das wird sich dann langsam ausweiten in alle Bereiche. Also ich glaube, der Start wäre die Hauptstädte, alle Hauptstädte und die Anfängergebiete. Und dann wird es eben Ende des Jahres oder sowas auf alle Gebiete ausgerollt. So zumindest der grobe Plan. Jetzt spawnen die halt
ihr spawnt ja als neue Gegner so kurz vor Vollendung. Das ist doof. Nein! Das gibt's doch nicht. Komm, stirb. Jawoll. So, das Gebiet ist gesichert. Geschafft. Aber wir müssen die Insel halten. Sonst war alles umsonst. Es ist unsere Aufgabe, die Insel feindfrei zu halten, bis der Nachschub eintrifft. Ausschwärmen und Augen offen halten. Seitan, eure Tage sind gezählt. So. Sollen wir jetzt hier ausharren? Gibt's hier ein Folge-Event oder? Wie kann ich helfen? Wir bringen den Kampf zu Seitan, seiner Streitmacht in Or. Okay. Ich führe den Angriff über diese Insel. Aha! Schützt das Lager mit eurem Leben! Seitan kann gegen den Pakt nicht bestehen! Genau! Dann kommt mal her, ihr untoten Schergen. Wir schicken euch dahin zurück, wo ihr gekommen seid. Da kommen die ersten. Kann man auch hier mit dem Ding hier schießen? Ah, super! Naja, gut. Ich schieße irgendwo hin. da sind meine Stabfelder hier. Mehr präziser. Ja, ein bisschen ausrichten, vielleicht klappt's ja. Das schießt viel zu weit, das Ding. Guck mal da hinten. Was wird denn da hinten? Oh, das sind die nächsten. Schnell, schnell. Oh Gott, was ist das denn? Eine Spinnenkönigin auch noch. Okay, auf die müssen wir, glaube ich, zuerst gehen. Okay, puh. Das ging nochmal gut. Oh je, die nächste Charge kommt. Von zwei Seiten noch. Okay, Runde 2 geht an uns. Oh je, da kommen die Großen. Ach cool, wir haben es geschafft. Sehr schön. Okay, dann sehe ich da unten einen Aussichtspunkt. Den kann man bestimmt einfach erreichen. So, schön langsam. Oh, hoppla, nicht abrutschen. Ach ja, noch ein Event. Ist ja schön. So, was haben wir denn hier? Eine verfallene Ruine, die jetzt als Lager missbraucht wird. Für den Waffentransport. Das Event, was wir eben gerade noch gesehen haben. So, und dafür gibt es ganze 2640 Erfahrungspunkte. Und da laufen sie auch schon los. Wir müssen uns beeilen. Wie kommen die auf die Idee, einfach allein loszulaufen? Zäh, zäh, zäh.